Ja, hallo meine lieben Schlingel, seid gegrüßt und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Daniel25 und ich hoffe, ihr könnt ihr erkennen, was hier schön von oben macht. Ja, hier regnet's schön, das ist herrlich, das finde ich. Schneege finde ich das. Ja, hier haben wir einen Mangold und ihr könnt hier erkennen, dass der wirklich bitter nötig hat. Dass diese glorreiche Flüssigkeit von da oben wirklich strikt benötigt wird, wenn ich mir das hier hinten so angucke. Und auch, ja, jetzt muss ich mit euch mal hier durchstiefeln. Ja, auch dieser Mais hat es hier bitter nötig. Wir können es hier erkennen. Diese Blätter fangen sich an hier zu wellen und das ist nicht mehr erfreulich. Denn das signalisiert mir, dass dieser Mais es sehr, sehr trocken hat. Und das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch einen super im Safte stehenden Mais haben. Ja, na gut, dann gehe ich mit euch mal ins Gewächshaus. Hier machen wir eine schöne Chili. Da habe ich jetzt mal eine unreife Frucht gekostet, aber die schmeckt top. Spitze, hat schön ordentliche Schärfe dran, freut mir. Hier eine Serrano, hier ist die Frucht. Ja. Joa, dann gehen wir hier mal ins Gewächshaus und so wie es aussieht, gibt es die ersten reifen Tomaten. Ja, herrlich, schön. Schön. Hier haben wir wieder eine super Kostbarkeit. Die erste alte Deutsche ist reif. Das bedeutet für euch natürlich wieder Saatgut. Saatgut ist immer gut. Hier wieder weitere Tomaten. Das freut mich sehr. Und sogar die Delicious Tomate macht hier hinten Fortschritte. Aber das ist leider nichts für die Tomaten-Challenge. Da habe ich hier hinten Kandidaten, die sind da wie prädestiniert dafür. Wo haben wir denn die Oschis? So, yes. Ein Weberknecht. Na, ist er davon gehüpft? Ja, wo haben wir sie denn, die Guten? Hier unten. Ah, das sind schon fette Dinger. Und die hat schon ganz schönes Gewicht. Ob die mit den 500 Gramm mithalten kann, das weiß ich nicht, das war ich zu bezweifeln. Aber ein ordentliches Gewicht hat sie schon. Also Ast, die hängt hier voll mit den Tomaten. Ja. Auch die nächsten Antos muss ich hier ernten, die sind auch bald dran und auch da dürft ihr euch über Saatgut freuen. Zum Abschluss zeige ich euch nochmal die Joyce Long Giant, die erste kleine Frucht davon. Ja. Aber ich bin gewiss, dass die noch ausreift und die Pflanze an sich wird ja sowieso noch überwintert. Hier der Ingwer. Und jetzt verabschiede ich mich so langsam. Aber sicher von euch, denn hier wird es so langsam nass. Also, bis dann mal wieder. Tschüss, meine lieben Gartenschlingel. Haut rein und seid schön anständig zu euren Pflanzen.
Tschüssi, euer Daniel25.